haben Sie ein neues, originelles Attribut für die Grünen gefunden. Sie nennen sie jetzt seit neuestem Weltuntergangssekte. Ich möchte es niemandem beleidigen, was mir schon auffällt, ist, dass halt, dieser Ansatz, dass immer alles ganz, ganz schlecht ist und dass es keinen Ausweg gibt. Und, also man ist verliebt in das Problem irgendwie in dieser Partei und ich glaube, es macht schon Sinn, mehr an Lösungen zu denken. Und Sie glauben, dass Türkis-Grün sehr schlecht für Österreich ist? Naja, weil eine Regierung muss ja handlungsfähig sein. Und wenn man jetzt ganz viele Themengebiete ausklammern muss, weil man sich nicht einigen kann, dann gibt es da nur mehr wenig, was übrig bleibt, wo man gemeinsam daran arbeiten kann. Zum Beispiel, wie wäre es möglich, bei der Frage der Migration und bei der Grenzsicherung einen Weg zu finden? Eine Partei, die zuerst mit der FPÖ koaliert, und dann sozusagen Volley in Richtung Grün wechselt, da muss man sehr flexibel sein. Denn wir stehen vor einer neuen Flüchtlingswelle, alle Zahlen zeigen das. Die Bilder zeigen, es sind vor allem und fast ausschließlich junge Männer im wehrfähigen Alter, die sich auf den Weg nach Europa machen, nach Österreich machen. Und da dürfen wir einfach nicht nachgeben. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist die Frage der Wirtschaftspolitik. Die Konjunktur in Deutschland trübt sich ein, vor allem jetzt in der Industrie. Wir haben eine technische Rezession, in der zweiten Quartal kein Wachstum mehr. Das werden wir hier in Österreich merken und das heißt höhere Arbeitslosigkeit. Und wenn ich hier auf die Idee komme, neue Belastungen für die Wirtschaft anzudenken, dann wird das jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin auch in Österreich spüren. Und das Dritte, ich habe keine Freude, wenn wir künftig auf den Autobahnen nur 100 fahren dürfen.